Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen in der Town Hall. Schön, euch alle zu sehen, zumindest virtuell. Wir haben heute Abend ein sehr spannendes Thema vor uns, nämlich die bekannte App, die durch die Medien geistert, aber die wenigsten von uns haben sie tatsächlich schon gesehen. Wir werden über die App reden, wir werden aber insbesondere auch über den Datenschutz reden, wo mit der App verbunden ist. Ich bin da in Paris oder zumindest virtuell, wie man sieht, im Eiffelturm. Ja. Und habe immer noch meine Corona-Frisur, das kann man glaube ich sagen. Gut, wir werden nachher mit Simon Schlauri, unserem Kantonsrat und Datenschutzanwalt, wie auch mit der Corinna Gredig, meiner Co-Präsidentin und Nationalrätin, diskutieren über das Thema. Jetzt aber zuerst noch ganz kurz als Einführung zu den Town Halls. Ein Teil von euch sind schon einmal oder mehrfach dabei gewesen. Das freut uns sehr. Aber was dahinter steckt und was der Flavio und ich uns überlegt haben, ist, dass so viele Grünliberale jetzt in dieser Krise an irgendeinem Ort, an irgendeinem Ort an der Front stehen und mithelfen, die Krise zu bekämpfen. Häufig politisch, aber manchmal auch zivilgesellschaftlich oder in einem anderen Kontext. Wir haben gedacht, es wäre wichtig, dass wir mit den Entscheidungsträgerinnen, die wir haben, auch diskutieren, was sie genau machen und daraus lernen, auch vielleicht für die nächste Krise. Und auch, dass sie euch zur Verfügung stehen für Diskussionen, also dass ihr eure Fragen ganz direkt könnt an sie stellen und mit ihnen debattieren. Darum haben wir jetzt schon zwei so Corona-Townhalls gemacht, und zwar zum Thema Schule, bei den Schulöffnungen und dann zum Thema Smart Restart am Montag, wo die Lockerungen angefangen haben mit dem Martin Bäumle. Beide mal sehr spannend gewesen, beide mal auch etwa 30 Teilnehmer gehabt. Also wir merken wirklich, dass das ein Bedürfnis ist und freuen uns sehr, dass ihr heute Abend alle da sind. Die nächste könnt ihr euch gerade in die Agenda aufschreiben, wenn es euch interessiert. Am 2. Juni zusammen mit dem GLP Lab machen wir zum Thema Digitales Parlament. Und zwar der Felix Hösch, der da auch in dem Zoom-Call ist. Schön, dich dabei zu haben. Absolut überparteilich, auch heute, sehr schön. Er präsentiert uns dann das Projekt vom digitalen Parlament, Pandemia Parlament heißt das, wie man könnte digital zusammenarbeiten als Parlament. Und wir diskutieren dann mit Katja Christ, unserer Nationalrätin aus Basel, und dem Michi Zeugin, unserem Fraktionschef da aus dem Kanton Zürich, was da genau möglich wäre. Und am 8. Juni auch sehr spannend mit unserem Zürcher Stadtrat, Andreas Hauri, wo wir über die Reaktion von der Stadt diskutieren. Und er ist ja Gesundheitsminister quasi und wird uns da hautnah einen Einblick geben. Das wird sicher auch sehr spannend am 8. Juni. Tragen euch die Daten ein. Es sind noch weitere Themen, wie zum Beispiel Außenpolitik und Schengen. Das kommt wahrscheinlich auch noch mit der Tiana und der Julie Cantalou und sicher auch noch weitere Themen. Also freut euch sehr, wenn ihr auch in Zukunft dabei sind. Ja, und jetzt steigen wir gerade ins Thema von dieser Proximity-App und vom Datenschutz ein. Und wie gesagt, wir haben nachher zwei sehr spannende Gäste, aber wir machen jeweils am Anfang eine kurze Diskussion in kleinen Gruppen zwischen euch, dass ihr schon mal könnt diskutieren, was euch interessiert, was euch beschäftigt mit der App und nachher vielleicht auch schon mal Fragen vorbereiten könnt, wo wir nachher unseren zwei Experten können stellen. Darum würde ich jetzt dich, Michael Kümmin, wo verdankenswerterweise uns wieder technisch hilft heute Abend, merci vielmals, dich bitten, dass du uns in kleine Gruppen schickst, dass wir während 10 Minuten könnt uns kennenlernen und kurz andiskutieren und nachher kommen wir ins Plenum und hören die zwei Inputs und fangen an zu diskutieren. Gut, dann sehr schön, willkommen zurück. Es sind noch mehr geworden, jetzt sind wir dann bald 30, das ist ja wunderbar. Ich hoffe, ihr habt euch schon kurz können kennenlernen in der kleinen Gruppe und euch können schon ein paar Fragen überlegen oder Themen, wo euch würdet interessieren, um jetzt diskutieren. Wir haben jetzt
Wie gesagt, zwei spannende Experten. Jetzt ist auch Corinna noch zu uns gestoßen. Man muss beide nicht wirklich einführen, weil sie schon bekannt sind. Aber Corinna ist natürlich durch ihre Rolle in der Staatspolitischen Kommission schon sehr früh mit der App konfrontiert gewesen und hat dort die Diskussionen hautnah miterlebt und wird vielleicht auch dort, zumindest das, was öffentlich ist, zum Teil können mit uns teilen. Und der Simon Schlauri als Datenschutzanwalt und Kantonsrat, sehr tief in diesen Themen drin, ist auch in den letzten Tagen manchmal ein bisschen in den Medien gewesen, weil er und ein paar andere, darunter auch ich, dem Bundesrat Berset so ein paar Vorschläge unterbreitet haben, wie man könnte weiter vorgehen mit dieser App. Also von dem her haben wir jetzt wirklich zwei sehr spannende Leute da in dieser Runde. Und ich habe aber auch gemerkt, in unserer kleinen Gruppe, wo wir uns kennengelernt haben, da ist noch viel weiteres Know-how vorhanden. Also versteckt euch nicht, bringt euch ein in der Diskussion. Ich bin sehr gespannt drauf. Gut, jetzt machen wir es so, dass jeweils der Simon und Corinna würden einen kurzen Input machen, dass ihr ein bisschen etwas hört als Inspiration, und nachher würden wir in die Diskussion einsteigen. Spätestens um 7:30 ist es fertig. Das ist der Ablauf vom Abend. Vielleicht noch, was wichtig ist, wenn ihr möchtet euch melden nachher für die Diskussion, dann klickt unten am Bildschirm auf Teilnehmer, hat so ein Feld Teilnehmer, und dann nachher könnt ihr rechts auf Hand heben gehen. Und dann sehe ich, wenn ihr eure Hand hebt oder virtuell eure Hand hebt, dann würde ich euch dann dran nehmen und dann könnt ihr euch selber entmuten, dass man euch wieder hört. Und sonst würdet ihr jeweils alle auf Mute sein, dass es kein Umgebungsgeräusch gibt. Gut, das ist eigentlich alles. Dann möchte ich jetzt dich, Simon, bitten, zum in die Diskussion einsteigen mit deinem Votum. Ja, wunderbar. Ich begrüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite. Es ist sehr schön, dass wir da so ein großes Publikum haben. Heute Abend für das doch ein bisschen technische Thema und ja, rechtlich technisch trockene Thema. Ich habe gerade vorher bei uns in der kleinen Gruppe gehört, dass jemand möchte mir Datenschutzanwalt mal zulassen. Das ist etwas, was ich auch relativ selten erlebe. Man macht Sachen, die sonst nicht so die große Breite interessieren. Ja, gut. Eben, um was geht es heute? Wir haben das App, wo es doch schon immer wieder mal in den Zeitungen war, wo wir möchten diskutieren. Vielleicht ganz grundsätzlich, was ist das Problem überhaupt? Das wesentliche Thema ist natürlich im Moment das Virus, dass wir möchten verhindern, dass das Virus ausbreitet. Und entsprechend möchten herausfinden, wer infiziert ist mit dem Virus. Wer könnte in Kontakt sein mit den entsprechenden Personen? Die Leute wieder anrufen und versucht sie zu motivieren oder vielleicht sogar gesetzlich zu zwingen, in Quarantäne zu gehen. Das ist so die klassische Lösung, eigentlich, die man schon kennt hat am Anfang, wo das Virus auftaucht ist. Da hat man versucht, per Telefon die Leute zu erreichen, zu interviewen und dann die Leute zu isolieren von anderen. Man sagt dem klassischen Vorgehen sagt man Contact Tracing, also Kontaktverfolgung oder so, wenn man dann will sagen. Und was wir jetzt heute diskutieren, ist eigentlich so eine digitale Ergänzung zu dem Contact Tracing, nämlich Proximity Tracing oder irgendwie so Annäherung. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen würde. Also es geht um Nähe das wird man jetzt gerade sehen, von Personen, wo eben detektiert wird und nachher, wenn man herausfindet im Nachhinein, dass eine von den Personen krank war oder ansteckend war, dann kann man die anderen Leute alarmieren. Eben, die klassische Lösung ist manuell und unsere Lösung, die wir heute diskutieren, da geht es darum, dass man eine App hat auf dem Handy, auf dem Smartphone, wo basierend auf Kurzstreckenfunk, auf Bluetooth-Technologie, die wir alle kennen, vielleicht von Ohrhörern oder anderen Geräten, die man am Handy anhängen kann, wo kann basierend auf dieser Bluetooth-Technologie herausfinden, ob ein anderes Handy, das auch die gleiche App installiert hat, in der Nähe ist. Und die Idee ist, dass man einerseits kann messen, wie weit ist es weg ungefähr. Das ist technisch nicht ganz einfach, weil Bluetooth ist einfach eine Funktechnologie. Da gibt es Spiegelungen, da gibt es alle möglichen Störungen etc.
Die Idee ist, dass man sagt, etwa die 2 Meter können wir irgendwie messen, jemand, der weniger als 2 Meter entfernt ist, plus noch eine gewisse Zeit. Dann tut das Handy das registrieren, dass es einen Kontakt gegeben hat. Wichtig bei dieser App von allem Anfang an ist, dass es anonym stattfindet. Die ganze Angelegenheit darf nicht dazu führen, dass ich als jemand auf der Straße, der irgendwie rumläuft, plötzlich merke, am Moment, dort ist noch einer, den ich auch noch kennen sollte. Oder ich habe vielleicht irgendwie zu einer bestimmten Zeit mit einer Person Kontakt gehabt. Das geht gar nicht. Ziel ist wirklich, dass das Proximity Tracing so anonym wie nur irgendwie möglich kann stattfinden. Und das ist, muss ich sagen, als Datenschützer auch etwas, was wahnsinnig spannend war zum Beobachten. Es ist so sehr schmal, dass man sieht, wie eine so eine doch recht komplexe Angelegenheit, ein komplexes System von Anfang an so gebaut wird, dass möglichst der Datenschutz eingehalten ist und dass man möglichst wenig Daten überhaupt sammelt. Wir haben im Datenschutzrecht haben wir den Begriff Privacy by Design, also dass man von vornherein, wenn man ein System designt, eben auf die Datenschutzsachen schaut. Und dann gibt es noch das mit der Datensparsamkeit, dass man so wenig Daten wie möglich sammelt. Das ist auch so ein Grundsatz im Datenschutzrecht. Und beides ist in dieser App eigentlich sehr, sehr gut zum Ausdruck kommen. Und das ist etwas, wo ich Freude habe. Oder? Jetzt eben, damit man die Anonymität kann wahren, macht man das so. Die Handys, wenn die einander sehen, also ich habe ein Handy, wo das App installiert ist, es merkt, da ist ein anderes Handy in der Nähe, mehr als eine Viertelstunde in der Nähe gewesen, oder näher als 2 Meter von mir weg gewesen, dann tun die beiden Handys anonyme Codes austauschen. Die Codes, die werden ziemlich regelmäßig, so ein paar Minuten, werden die neu generiert. Das ist irgendwie Garbage, also Verschlüsselung irgendetwas, das ist nicht ein Name von mir, sondern das ist irgendeine willkürliche Zufallszahl, wo so ein Code ist. Und mein Handy generiert den, und zwar alle 5 Minuten einen neuen, und tut den sich bei sich selber speichern, die in einer Liste von meinen eigenen Codes. Gleichzeitig hat das andere Handy auch so einen anonymen Code, wo immer gerade einer aktuell ist, und wenn so ein Kontakt stattfindet zwischen den beiden Handys, dann tun die beiden Handys anonymen Codes gegenseitig austauschen. Und mein Handy speichert dann den Code vom anderen Gerät und das andere speichert den Code von meinem Gerät. Das ist die Idee oder so mal grundsätzlich der Mechanismus. Jetzt, wenn jemand angesteckt wird, krank wird, wenn man herausfindet oder wird getestet, man merkt, oh, er hat ein Virus, dann fragt der Doktor den, ob er das App installiert hat bei sich. Und wenn das so ist, dann kann er, ist alles noch freiwillig, das ist alles immer freiwillig bei der App, das ist wichtig zum Wissen, das ist neben der Anonymität ein wichtiger weiterer Punkt, dann kann er freiwillig auslösen, dass die Codes, die sein Handy im Laufe der ganzen Zeit generiert hat, das ist eine ganze Liste, wenn alle 5 Minuten ein neuer Code gemacht wird, das gibt einen grossen Datensatz, dass der Datensatz von anonymen Code in eine Datenbank vom BAG, vom Bund, aufgeladen wird, mit der Unterstützung von dem Arzt, dass der Arzt muss bestätigen, dass der krank ist, sonst sollte man ja beschissen, könnte irgendjemand etwas aufladen, der Arzt muss bestätigen, dass der krank ist, und dann werden die Codes aufgeladen dort. Und nachher tun im Laufe der Zeit die Handys, die in dem System drin sind, ab und zu checken, ob es auf dieser Liste Codes hat, wo sie irgendwann mal Kontakt haben dazu. Also wenn ich irgendwann mal eben mit dieser Person Kontakt gehabt, er ist vielleicht krank gewesen, dann sieht mein Handy irgendwann, oh, dem sind Codes, ist in dieser Datenbank drin, und ich habe den Code, man hat ja irgendwann mal ist mit der Nähe gewesen, hat die beiden Codes austauscht, also habe ich den bei mir, oh, der ist da drin, und dann kann das Handy mich alarmieren und mir sagen, dass ich möglicherweise, oder dass ich mehr als vielleicht eine Viertelstunde, weniger als 2 Meter von einer infizierten oder möglicherweise infizierten Person mich aufgehalten habe. Und was dann passiert, ist noch so ein bisschen offen im Augenblick. Unsere Idee, die wir haben in dieser Gruppe und der Marcel Salaté rum, ist die gewesen, dass es nachher eine Aufforderung gibt, auch da ist immer freiwillig, dass es nachher eine Aufforderung gibt, dass man im Bundesamt für Gesundheit anruft, da gibt es eine Hotline, dass man diese Hotline anruft und dass es dann ein erstes Gespräch gibt, wo man herausfindet, ob es vielleicht ein Fehlalarm sein könnte, wäre möglich, irgendetwas, wo man könnte identifizieren könnte. Oder ich weiss, ich habe mit jemandem geredet, zum Beispiel, der sicher krank war, das weiss ich, der hat das App vielleicht auch. Wir sind aber von einer Glasscheibe getrennt gewesen, das ist gar nicht möglich, dass ich mich angesteckt habe, das wäre eine Möglichkeit für einen Fehlalarm oder so Sachen. Also eben, das würde man in dem Gespräch herausfinden. Und dann hätte ich nachher die Möglichkeit zu entscheiden, was ich machen will.
Idealerweise wird dann den Leuten empfohlen, schau, du hast das Risiko gehabt, dass du dich angesteckt hast, bleib daheim. Stay at home. Idee, 10 Tage Quarantäne, das macht man eigentlich heute schon so, wenn man ein gewisses Risiko hat, beim Contact Tracing, beim normalen, beim manuellen. Wenn ich sehe, oh, da haben wir das Risiko, dass du angesteckt worden bist, bleibst du jetzt mal 10 Tage daheim. Und die Idee ist auch, dass das App im Prinzip auch so eine Quarantäne würde auslösen. Also mindestens in unserer Gruppe ist das die Idee gewesen, dass das App die Quarantäne auslöst, dass man kann dem Arbeitgeber anrufen, also man kommt das Zeugnis rüber, das Quarantänezeugnis, man kann dem Arbeitgeber anrufen und sagen, hey, look, ich muss in Quarantäne gehen. Man kann noch bis in der Sozialversicherungsanstalt, bei der SVA, kann man anrufen und sagen, look, ich möchte Geld, ich möchte einen Erwerbsersatz haben für die Zeit, wenn ich jetzt daheim sitzen muss. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es ja bei dem App nicht primär darum, sich selber zu schützen. Ich meine, wenn ich den Alarm schon habe, dann weiss ich, ich bin infiziert möglicherweise, dann kann ich mich nicht mehr schützen. Aber was wichtig ist, ist, dass ich mit dem App kann vermeiden kann, dass ich weitere Leute anstecke. Oder? Das heisst, eigentlich ist das Interesse, das wir haben, dass das App im Betrieb ist, ist ein öffentliches Interesse und es ist nicht das primäre Interesse, das man drauf hat auf dem System. Und das führt ein bisschen dazu, dass wir uns gute Gedanken machen dazu, wie tun wir überhaupt Leute incentivieren, wie tun wir die Leute motivieren, dass sie überhaupt das App brauchen, dass sie sich auch melden, wenn sie einen Alarm drauf haben, etc. Das sind so ein Themen, die wir vielleicht noch diskutieren können. Aber eben, also ich habe den Alarm, ich habe nachher eine Aufforderung von dieser Person an der Hotline, wo mir sagt, bleib bitte daheim, dort kommst du Geld über, dort hast du das Zeugnis für den Arbeitgeber und dann bleibe ich daheim und stecke nicht weitere Leute an. Das ist eigentlich so grundsätzlich mal die Idee von dem App. Wichtig ist, dass es automatisiert läuft, das Ganze. Also man kann sehr, sehr viel mehr Leute identifizieren, die möglicherweise infiziert sind, als mit so einem manuellen Tracing. Wenn man sich das vorstellt, wir haben heute, glaube ich, noch 10 Fälle gehabt, wenn ich die letzte Zahl, die ich habe. Wir haben noch 10 Fälle gehabt. 10 Fälle nachvollziehen, umtelefonieren, mit wem hast du Kontakt gehabt in den letzten 10 Tagen oder den letzten 5 Tagen, herausfinden. Was das ist, das braucht wahnsinnig viele Leute. Also da braucht man schnell mal 10 bis 20 Personen, um irgendwie so einen einzelnen Fall durchtelefonieren, dann mit weiteren Kontakten etc. Das ist nicht, das skaliert überhaupt nicht. Und das Schöne bei einer so einer elektronischen Lösung ist eben, dass es skaliert. Man kann im Extremfall kann man hunderte von Leuten identifizieren, wenn es wieder einen größeren Ausbruch wird geben. Und das ist etwas, das ist ein grosser Vorteil. Jetzt ist vorher schon die erste Frage von Franz Muheim, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ob denn jetzt von dem App, oder bei dem App, ob da irgendwelche Positionsdaten, also GPS-Daten gespeichert werden. Und das ist nicht der Fall. Es gibt keine GPS-Daten, die gespeichert werden. Es werden auch keine Zeitdaten gespeichert. Das kommt, also abgesehen davon, dass man weiß, dass einfach nach einer gewissen Zeit dann wieder gelöscht werden, die Codes. Nach ich glaube, 21 Tagen im Moment ist die Idee, dass die Codes hinten quasi wieder rausgehen. Aber ich weiß, ich kann nicht rekonstruieren, als Nutzer von der App, wenn genau der Kontakt war mit einer infizierten Person. Das ist nicht die Idee. Ich komme auf irgendwann den Alarm über, jetzt. Musst schauen, Leute auf dieser Hotline an. Und also eben weder die Zeit noch der Ort, wo der Kontakt war, wird aufgezeichnet. Absolut nicht, weil das würde die Anonymität infrage stellen. Gut, ich glaube, so grosso modo haben wir es umrissen, um was es geht. Weitere Fragen, denke ich, würden wir jetzt gerade mit der Corinna besprechen. Super, danke vielmals dir, Simon, für den Input, dass wir ein bisschen besser verstehen, wie die App funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen nahtlos weiter mit dir, Corinna, mit deinem Input und steigen nachher in die Diskussion ein. Corinna. Also vielen Dank, Nicola. Und auch von mir noch, freue mich sehr, dass sich heute so viel eingeloggt haben. Vielen Dank auch an Flavio und Team, die das heute organisiert haben. Freiwillig, wie die App auch ist, haben wir das freiwillig organisiert. Also danke vielmals. Ja, also vielleicht kann man allgemein noch sagen, ich habe jetzt ein paar Punkte habe ich jetzt gerade abgehört, die Simon bereits gesagt hat. Darum vielleicht noch ganz kurz eine Einbettung, wie wir jetzt auch unterwegs waren. Und ihr habt das ja alle jetzt auch ein bisschen erlebt, die Heim, die Kinder haben, plötzlich ist Homeschooling möglich gewesen. Und wir haben wahnsinnig schnell umgesattelt. Die in einem kleineren oder grösseren Betrieb waren oder arbeiten, die Homeoffice noch geheissen hat, vor 2 Monaten ist nicht möglich, ist plötzlich möglich gewesen. Also wir haben sehr viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Und so ist es auch genau das Gleiche gewesen in der Verwaltung. Ich möchte euch erinnern, ganz am Anfang
von der Krise, wo es um die Faxmeldungen gegangen ist, wo man also noch die Kantone und Ärzte ihre Zahlen per Fax haben müssen schicken. Also wir sind da in einer grossen Spannweite und wir haben jetzt müssen einen Gump machen vom 20. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert und auch dort, wo quasi die Forschung ja jetzt auch gerade da ist und noch nicht seit 3 Jahren so Tracing-Apps am Forschen ist da schon, aber nicht, dass sie in einem Stadium sind, wo man wirklich schon hätte können im Februar sagen, das haben wir schon immer gehabt und jetzt ist es da und wir können das gerade in Benutzung nehmen. Also von dem her haben wir da als Gesellschaft sehr schnell sehr viel müssen und dürfen dazu lernen. Und so ist auch die ganze Entwicklung von dieser App jetzt zu verstehen. Wir haben im März das erste Mal ist die Sache auf Tapete gekommen. Der eidgenössische Datenschützer hat eigentlich dort schon darauf hingewiesen, dass wir das dann noch gesamtgesellschaftlich diskutieren müssen. Aber ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Wenn wir im März haben wir alle noch andere Sachen im Kopf gehabt, da wäre es wahrscheinlich noch nicht gegangen, dass wir jetzt über so eine App diskutieren. Dort haben wir noch ganz andere Fragen gehabt, wie mit dem Lockdown in Verbindung sind. Wir haben, der 1. April ist ins Land gezogen. Ich möchte euch auch dort erinnern, wie, oder vielleicht kann das auch Simon noch ein bisschen mehr sagen, ist ja noch näher dabei gewesen, oder allenfalls auch jemand anders, der da jetzt heute dabei ist, wo man dann auf europäischer Ebene probiert hat, so eine App zu machen. Und dann ist es so darum gegangen, dezentral oder zentral. Und hat dort sehr grosse Diskussionen gegeben. Dann ebenfalls Ende April noch von wichtigen Politikern in der Schweiz, von ganz verschiedenen Seiten auch. Wir haben es auch in der Zeitung gelesen, ist die Frage, ja, freiwillig oder obligatorisch? Die einen haben gefunden, nein, man muss es also ganz sicher freiwillig machen und andere haben gefunden, nein, wir machen das obligatorisch und eine Minderheit hat sogar gefunden, ja, wir können es sogar mit dem jetzt, also basierend auf das Epidemiegesetz, können wir sowieso fast alles machen und können wir es auch obligatorisch gerade machen. Das waren so die Diskussionen, die man gehabt hat, jetzt im März, April und dann ist die Frage, erst dann hat sich eigentlich die haben wir das breiter angefangen zu diskutieren über einen engeren Fachkreis weg. Und wir haben uns Fragen gestellt, wir haben uns ethische Fragen gestellt oder angefangen zu stellen als Gesellschaft. Wir haben uns gefragt, was denn da passiert und was ist denn das? Oder wenn wir das erste Mal überhaupt quasi empfohlen vom Staat eine App millionenfach runterladen, die sich dann auch miteinander verbindet. Was braucht es da und was braucht es eben nicht? Was da eine ganz wichtige Frage ist in diesem Kontext, ist die Frage, wann ist etwas freiwillig und wann ist etwas eben nicht mehr freiwillig? Und da gibt es eben nicht nur schwarz und weiß, nicht nur 1 und 0, sondern da gibt es eben verschiedene Abstufungen dazwischen. Man kann zum Beispiel schon sagen, etwas ist freiwillig, aber wenn das der Arbeitgeber verordnet tut, dass man eben so etwas hat, dann ist es dann eben nicht mehr freiwillig. Oder wenn die Migros sagt, es kommen bei mir nur noch Leute, dürfen posten, die eben so eine App haben, dann ist es auch nicht mehr freiwillig. Und das ist so ein bisschen die eine Frage, die wichtig ist, auch um das Vertrauen in der Bevölkerung nicht zu verlieren. Ich habe vielleicht auch die Umfrage gesehen, dass 60% bereit wären, prinzipiell, um so eine App zu installieren, aber gleichzeitig eben gleich viele Leute eben auch Respekt haben bei dieser Datenschutzfrage. Ja, was man wirklich, der Simon hat das schon ausgeführt, oder was mittlerweile klar ist und sehr erfreulich, dass es eine App ist, die ganz klar nicht der Überwachung dient, ganz dezentral funktioniert und freiwillig soll sein. Jetzt dort ist die Frage, und das nimmt mich dann auch wunder, was da eure Meinung ist, was heisst freiwillig, was würdet ihr machen und was nicht. Was ist zum Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe? Da habe ich selber eine klare Meinung, aber ich weiss, dass da andere anderer Ansicht sind.
Und dann, was natürlich auch noch die Frage ist, was wir uns gefragt haben, vielleicht kennt ihr das sogenannte Helm-Syndrom. Das Helm-Syndrom, das Beispiel Skipiste, man ist auf der Skipiste und sobald man einen Helm hat, fühlt man sich sicherer und fährt auch schneller. Und das ist die Frage jetzt auch, in Tracing-App, oder? Wenn man dann das App installiert hat, hat man dann das Gefühl, ja gut, dann muss ich nicht mehr 2 Meter Abstand haben, kann mich auch mit 10 Leuten treffen und Maske im pumpenvollen ÖV interessiert mich auch gerade nicht. Oder das ist so ein bisschen die Frage, was passiert dann? Und ganz ein wichtiger Punkt, Simon hat das auch schon angesprochen, die Einbettung in eine Gesamtstrategie. Man könnte noch so gute Technologie haben, wenn wir aber nicht sagen, was nachher passiert damit und was dann die gesellschaftlichen Konsequenzen sind, dann ist das nicht so sinnvoll. Wir müssen eine gewisse Anzahl Leute erreichen. Man sagt, jetzt ist die eine Studie, man orientiert sich jetzt immer an diesen 60%. Aber ob es jetzt gerade 60% sein müssen, das sei dahingestellt, aber es langt nicht, wenn es nur 5% ist. Oder? Also da können wir gerade aufhören, wenn, dann müssen es eine gewisse Anzahl Leute sein. Und die Leute machen das, Simon hat es auch schon gesagt, aus altruistische Motivation. Es ist nicht unbedingt so, dass man dann sich nur selber schützt, sondern eben vor allem das Umfeld. Und im Moment ist die Einbettung in die Gesamtstrategie eben noch nicht so ganz klar, oder? Was passiert denn, wenn ich einen Alert bekomme? Sagen wir, ich bin ein selbstständiger Coiffeur, ich komme einen Alert über, bitte, du hast einen Kontakt gehabt, 10 Tage Quarantäne. Das sage ich mir natürlich auch gut. Seit gerade mal 20 Tagen darf ich wieder geschäftstätig sein, darf ich wieder Haare schneiden. Und jetzt soll ich also 10 Tage in Quarantäne als Selbstständige und verdiene nichts. Oder? Also das sind wie so Fragen, wo wir eine Antwort haben, was passiert. Und jetzt der Vorschlag vom Bund sagt einfach, ja, wir können ja dann, wenn wir einen Alert bekommen, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja schon gut. Schon das ist ja schon gut. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich treffe jetzt wieder jemanden, der älter ist, jetzt endlich wieder nach 2 Monaten, dann bin ich eigentlich schon froh, wenn ich jetzt das App habe und mir das eine Warnung gegeben hat, dann geht mir dann vielleicht nicht das grosse Besuch. Also es bringt sicher schon etwas, aber wenn wir jetzt schon das ausrollen und den ganzen Aufwand machen, und es ist ein Aufwand, oder? Also wenn wir müssen oder sollen Millionen Bürgerinnen und Bürger von diesem Land auf dem App haben und wenn wir das zum Funktionieren bringen wollen, dann müssen wir einen grossen Effort leisten. Und dann muss man den Prozess schon von A bis Z durchgedacht haben. Genau. Und dann ein weiterer Punkt ist auch, oder, ganz, ganz normal, oder? Also ich komme da einen Alert über, ich komme Panik über und lösche das App. Oder was passiert? Das sollte eben nicht passieren. Es sollte eine Hotline sein, wo ich dann nicht 15 Minuten warten muss, sondern wo ich dann gerade anrufen kann. Oder der Hausarzt oder was auch. Es muss einfach ein Weg sein, wo man dann sehr, sehr schnell die richtigen Informationen bekommt. Genau, ja, das wäre es jetzt so ein bisschen von mir. Punkt, wo man muss noch diskutieren muss. Und ja, ich sehe jetzt da schon ganz viele Sachen im Chat und würde jetzt sagen, ich tue das einmal lesen und gebe ihn dazwischen zurück an Nicola. Danke, Corina. Ihr seid extrem aktiv schon im Chat, das ist wunderbar. Aber eigentlich ist das Ziel, dass wir wirklich da diskutieren können. Also, könnt euch doch melden, eben unter Teilnehmer unten draufklicken und dann Hand heben und dann sehe ich, dass ihr gerne möchtet, eine Frage stellen. Und so wie das jetzt der Simon Gehren schon gemacht hat. Und ich möchte darum mit dir starten, Simon, mit deiner kurzen Frage oder deinem kurzen Statement. Genau, meine Frage ganz kurz wäre: Simon Gehren, ich bin parteilos, unterstütze Martin Bäumle im Moment. Meine Frage wäre: Artikel 6 Absatz 1 Litera E von der Pilotversuchsverordnung sagt, es gibt Mitglieder von Vereinigungen, die dank du, wir haben ein bisschen Lobbying gemacht im Hintergrund, dass jetzt Leute können auch die App testen, die in einer Qualitätsverbesserungsvereinigung sind. Wisst ihr, die noch ein bisschen näher dran sind, du Nicola oder du Simon Schlauri, wisst ihr, wer entscheidet, wer an den Pilotversuchen teilnehmen?
und was genau so eine Vereinigung ausmacht. Es ist nicht ein Verein, sondern eine Vereinigung. Könnt ihr da Details nennen? Mit mir, ich könnte jetzt schon Gruppen bilden zum Testen. Es ist ja besser, Sachen zu testen, als darüber zu reden. Simon oder Nicola? Oder Corinna? Möchtest du oder soll ich? Also dann sage ich kurz. Also es gibt den Test, der jetzt anfängt, eigentlich bis zum Moment, wo dann tatsächlich die App ausgerollt wird, oder? Und in dem Test gibt es eben die Möglichkeit, einerseits eine Art einen Hacker-Test zu machen, also wo das Ziel ist, dass man wirklich schaut, dass der Datenschutz so sattelfest ist wie möglich, dass man da wirklich auf der IT-Seite das testet, aber wir haben uns eben sehr stark dafür eingesetzt, dass es auch eine zweite Art Test braucht, nämlich einen zivilgesellschaftlichen Test, wo zum Beispiel Risikogruppen auch mit der App schon die App ausprobieren und so weiter. Und das grosse Lobbying, wo wir gemacht haben, hat dann dazu geführt, dass das BAG zähneknirschend, also sehr zähneknirschend, schlussendlich hat eben dass der Pilotversuch offen sei für Organisationen, wo bei der Qualitätsverbesserung könnte einen Beitrag leisten und niemand weiß, was das ist. Und ich glaube, das BAG weiß das im Moment auch noch nicht. Und jetzt sind sie mal auf uns zugekommen und haben mal so ein bisschen wissen, ja, seht ihr euch dann eher in einem Hacker-Test oder seht ihr euch eher im anderen Bereich? Und so. Also ich glaube, das ist jetzt... Wer ist euch? Das ist jetzt vor allem mit dem Staatslabor, also mit dem anderen was auf uns wäre gut, kann das breiter sein, weil ich auch ein paar Ideen wäre, dann könnte... Ja, also das Anliegen vom BAG, dass es so klein wie möglich ist, das Anliegen von uns ist, dass es so gross wie möglich ist und am Schluss findet man sich wahrscheinlich irgendwo... Wo müssen wir da andocken? Ich kann dir nachher noch einen Kontakt schicken. Super, danke. Simon, möchtest du noch ergänzen? Ich kann ihn noch kurz von mir aus ergänzen. Also ich bin ja Mitglied bei der Digitalen Gesellschaft, wir haben auch bei der Digitalen Gesellschaft intern viel über das Thema geredet. Wir haben jetzt auch einen Brief formuliert im Hinblick auf die Botschaft der Bundesrat, der gleich noch ein bisschen rausgeht, von der digitalen Gesellschaft aus. Gleichzeitig haben wir da in der Gruppe Salate, wo der Nicola Forster auch drin ist, haben wir dann auch etwas gemacht. Also es sind jetzt mindestens zwei Briefe auf Bern, wo so ein bisschen ähnlich sind, sagen wir es mal so. Und in der ersten Runde, wo wir auch schon mit der digitalen Gesellschaft geredet haben, war auch so ein bisschen die Diskussion gewesen, wie können wir Vertrauen schaffen. Kiri Schönenberger von der digitalen Gesellschaft ist sehr positiv, was das App angeht. Er sieht es gleich wie ich, dass eben eine gute Chance ist, eigentlich auch zu zeigen, mal, wie Privacy by Design funktioniert, wie Datensparsamkeit funktioniert. Und wir haben gesagt, gleichzeitig, was ja wichtig ist, damit das am Schluss Anklang findet in der Bevölkerung, dass Vertrauen da ist, ist, dass möglichst viele Leute das können testen und dass möglichst viele Leute können reinschauen können. Und das App ist Open Source, das ist heute schon verfügbar auf dem GitHub, auf der GitHub-Plattform. Und die Idee ist auf jeden Fall, dass von der digitalen Gesellschaft aus die Leute sich mehr eine Arbeitsgruppe machen, was sich zusammentut, die Leute den Code anschauen auch und dass man eben das auch testen kann. Und das ist, also DigiGS ist sicher eine Organisation, die sich dort anmelden und sagen, wir wollen auch von der Hacker-Seite reingehen, wir wollen uns Feedback geben. Weil nur dann, wenn wir wirklich können vertrauen, dass das System auch super implementiert ist, dass es möglichst keine Fehler mehr drin hat, dann wird man auch von der DigiGS aus können ein klares Statement abgeben, doch, wir finden, wir müssen das brauchen. Und wir sind der Meinung, wenn ich jetzt den DigiGS-Hut anlege, dass gerade so ein Statement von einer digitalen Gesellschaft könnte sehr wertvoll sein, um eben Vertrauen zu arbeiten, weil wir haben doch ein Publikum von Leuten, die aus der IT-Welt kommen, von Leuten, die aus der IT-Security-Welt kommen, in der DigiGS drin. Und es sind in der Regel die Leute, die gefragt werden dann draussen. Also die Großmutter fragt den Enkel, hey, du lass, du kommst doch bei Computer draus, soll ich das App installieren? Und wenn DigiGS gesagt hat, ja, wir finden es gut, dann ist der Enkel auch dabei und sie finden doch, ich finde es gut. Oder wegen dem brauchen wir also Organisationen, die mittesten und sich Meinung bilden und dann nachher das können draussen auch verbreiten. Also es geht nicht nur um Qualitätsverbesserung von Apps, sondern es geht eben auch um Teilnahme der Zivilgesellschaft an diesen Tests, damit man Vertrauen begründen kann. Und eben, wer kann dabei sein? Eben, der Nicola hat es gesagt, ich glaube auch das BAG findet im Moment eher so ein bisschen, ja, möglichst wenig. Ich meine, es ist halt mit Aufwand verbunden, ist klar. Wenn viel Feedback kommt, dann musst du das irgendwie sortieren, musst du auch eineinhalb auswerten, etc. Und
eigentlich unsere Idee, die wir hatten, auch um den Herrn Sanaté herum, war, dass man es möglichst weit ausrollt, oder? Und zwar möglicherweise sogar so weit ausrollt, dass der Test, wo dann, also wir haben es gehört, es gibt so zwei Phasen, eine erste quasi ein Blindtest ohne Gesundheitsdaten und dann gibt es einen Test mit echten Gesundheitsdaten, also wo man wirklich dann die Leute, die es verwünscht hat, melden und schaut, ob das auch mit, mit dem Tracing super funktioniert, dass man den Test mit den echten Daten, dass man den schon so weit ausrollt, dass er schon anfängt zu nützen. Oder? Das war unsere Idee gewesen. Weil dann haben wir in dem Brief, den wir verschickt haben vor einer Woche, aus der Salate-Gruppe heraus, haben wir eine Zahl von 100.000 Teilnehmern an dem Test genannt. Und ja, unsere Idee ist wirklich, dass man das so breit wie möglich macht. Der Bundesrat, so wie ich es jetzt verstehe, geht sehr, sehr viel länger rein. Wenn wir Glück haben, haben wir am Schluss 1.000, 2.000 Teilnehmer, aber da haben wir ganz sicher keinen Effekt noch auf die Verbreitung des Virus. Das ist ein bisschen schade. Gut, danke Simon. Jetzt haben wir den Florian mit einer Frage. Ja, also ich weiß nicht genau, an wen die Frage geht, aber bezüglich der App, dort haben wir fragen, ob es die Möglichkeit gegeben wird, dass man irgendwie selber personalisiert kann entscheiden, ob man irgendwie mehr Daten will hergeben will, sodass man nachher die Daten analysieren kann. Und ich will jetzt wirklich nicht pessimistisch wirken, aber im Fall von einer zweiten Welle, dass man da gewisse Erfahrungsdaten hat. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder wird es da irgendwelche Möglichkeiten geben diesbezüglich? Ich kann vielleicht mal etwas sagen. Zuerst mehr grundsätzlich zu meiner Meinung. Ich habe das Wochenende mit dem Martin Ballmer geredet, länger. Und er hat ja auch schon sich geäußert zu der Frage mit der App. Und er sagt, aus seiner Sicht sei das sehr wichtig, dass man keine, immer unter Titel Freiwilligkeit auch vielleicht zusätzliche Daten geben, vielleicht sogar Personendaten geben, damit man am Schluss kann bessere Statistiken machen etc. Aus meiner Sicht ist klar, die App selber, die unterste, also ich sage mal, Basisfunktionalität, die muss anonym sein und da muss ich können das App nutzen, ohne dass irgendetwas rausgeht von mir. Das ist sehr, sehr wichtig und es ist heute sogar vorgesehen, dass ich sogar die unterste Funktionalität kann abschalten kann. Ich kann das Tracing ein- und ausschalten und was ein kleines Detail war, was wir jetzt gesagt haben, aber immer so ein Feedback, das man geschickt hat, ist, es darf ja nicht aufgezeichnet werden, ob das jetzt ausgeschaltet oder eingeschaltet war während einer bestimmten Zeit, weil sonst könnte man nachvollziehen, dass jemand genutzt hat. Oder, also ich muss wirklich kein für mich können, das Ein- und Ausschalten auf dem Handy, und es darf es keiner merken. Das andere, dass man etwas oben drauf tut, dass ich freiwillig aus eigenen Stücken finde, doch, ich will etwas beitragen, vielleicht für die Forschung. Man kann heute schon, wenn man irgendwo eine Behandlung hat im Spital, kann man angeben, ob man die Gesundheitsdaten von einem will zur Verfügung stellen für die medizinische Forschung. Da habe ich eigentlich aus Datenschutzperspektive kein Problem. Es muss einfach eine informierte Entscheidung sein. Also ich muss wirklich klar sehen, was passiert mit diesen Daten. Und es muss eine freiwillige Entscheidung sein, die ich auch jederzeit wieder rufen kann. Ich muss auf dem App idealerweise, also nicht idealerweise, ich denke, es muss so sein, ich muss auf dem App einschalten und wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr habe, muss ich es abschalten und ich muss sogar können, im Prinzip sagen, rückwirkend die Personendaten, die wir gesammelt haben, die dürfen jetzt trotzdem nicht brauchen. Das müsste der Weg sein, aber im Prinzip könnte man es machen. Ja, da kann ich nur anschliessen, eben wenn's, es muss wie die Grundeinstellung muss klar sein, klar dezentral und wenn man will, wie jetzt ihr das da einzeln im Chat geschrieben haben, dann ja, es muss einfach klar sein an der Basis, dass wir das können benutzen, dass es so viel benutzt, ist das Vertrauen, das ist ganz wichtig und wenn man dann muss sagen, quasi beim Verkaufen von dem App, es ist eigentlich dezentral, aber dann wird es sicher wieder schwierig und dann wäre sie dann vielleicht sich das nur mal überlegen, ob sie das wirklich installieren wollen. Darum als Zusatzfunktion vielleicht ja, aber denken wir an all die wenigen Technikaffinen, die wahrscheinlich jetzt nicht alle da bei uns jetzt heute Abend dabei sind, an Leute, die eher kritisch sind, wo zurückhaltend sind, dass wir die nicht verlieren. Weil die brauchen wir unbedingt, damit das App funktioniert. Vielleicht kann ich noch kurz etwas ergänzen. Es ist schon ein Problem, das wir haben bei dem App, ist die Kommunikation, ist das Vertrauen der Leute bewahren. Wir haben es vorher gehört, 60%, manche Umfragen sogar 70% sind der Meinung,
dass sie das App werden installieren. Und das ist extrem ein wertvolles Gut. Oder? Und man muss sich sehr genau überlegen, wenn man so Zusatzfunktionen einbaut in so eine App, wo man dann trotzdem kann einstellen kann, dass die Daten übermittelt werden. Dass man dann nicht plötzlich irgendwelche Gerüchte befeuert, wo dann die Leute sagen, weißt du, das App, das klingt nur so, wie es kein wäre, aber die Daten werden ja trotzdem übermittelt und der Knopf hat gar keine Funktion. Und also wenn ich es nicht mehr kann abschalten oder so. Und wenn man nur einen Hauch von einem Verdacht hat in diesem Bereich, kann das dazu führen, dass es am Schluss eine Diskussion gibt und die Leute das App nicht mehr installieren. Wegen dem finde ich, das ist das, was möglicherweise am Schluss doch dagegen spricht, dass man so Zusatzdaten sammeln kann. Oder dass man vielleicht sagt, okay, man kann noch Zusatzdaten liefern mit einer anderen App, wo man separat muss installieren, wo man vielleicht auch eine Kampagne macht, dass man das noch drauf macht, aber nicht mit dem eigentlichen Contact Tracing App. Weil das Ziel von Contact Tracing ist wirklich ausschließlich unterstützen, also das Ziel von Proximity Tracing, exklusiv für Wessel selber die ganze Zeit, also das Ziel von App ist nur das Unterstützen von dem Contact Tracing, damit man nachher besser noch die Leute herausfinden kann, wo möglicherweise das Risiko haben und die noch besser isolieren kann. Das ist das einzige Ziel von der App. Und wenn man mehr Sachen anfangen zu kombinieren, führt es möglicherweise zur Verwirrung und das ist kommunikativ vielleicht ein bisschen schwierig. Danke vielmals, Simon. Jörg, du hast ganz kurz noch wieder ergänzen zu dem, gell? Ja, ganz kurz, aber vor allem danke der Hinweis, den du das letzte gebracht hast, Simon, den finde ich genau der richtige. Es müsste eine zweite App sein, die einen eigenen Namen hat, aber mit den Daten kompatibel ist mit der ersten. Weil sonst kommt sofort das Gerücht aus, ja, es tut nicht, aber im Hintergrund doch. Also, dass das ein eigener Source Code ist, das ein eigenes Projekt ist, das einfach die Kompatibilität hat. Das war meine Anmerkung. Danke, Jörg. Ich gebe Simone. Du hast auch gerade zu dem etwas noch gehabt, oder? Sehe ich das nein, ich hatte eine separate Frage. Okay, da sind ein bisschen viel Simon da rein. Ja, alles nein, ich wollte nur fragen, wie das dann international funktioniert mit der App. Weil ich meine, dass, also die grundsätzliche Funktionalität vom Code-Austauschen, von Bluetooth, ist ja eigentlich einfach unabhängig, also ist einfach auf dem Telefon und hat eigentlich nichts mit dem, sage ich jetzt mal, damit zu tun, wie Swisscom ist oder ob man in der Schweiz ist oder was auch immer. Wie funktioniert denn das jetzt international? Weil ich gehe davon aus, dass Grenzen irgendwann wieder aufgehen. Und gerade in Europa sind natürlich schon sehr international unterwegs. Und müssen wir das dann jetzt gerade in einer zweiten Welle vielleicht auch außerhalb von der Schweiz können tracken? Ich kann nicht kurz etwas sagen dazu. Ich weiss zwar im Detail nicht, was geplant ist. Im Moment, so wie es aussieht, redet man noch nicht von dem. Oder man hat es gehört, wie es funktioniert. Man hat die Codes, wenn jemand infiziert ist, dann wird der Code in einer zentralen Datenbank gespeichert, allerdings völlig anonymisiert. Wir haben vorher vielleicht in dem Zusammenhang schon eine Frage gehabt, ja, aber wie kann denn das sein? Es kann doch sein, dass dann plötzlich zwei Leute gleich Code haben und das führt dann dazu, dass man am Schluss im Code doch muss irgendwie eine Identifikation von der Person anhängen, sonst nachher gibt es ja dann plötzlich einen Fehleralarm. Oder? Und das kann man aber vermeiden. Und das kann man vermeiden, indem man wie kann man dem sagen, der Schlüsselraum, technisch gesprochen, also die Anzahl möglicher Codes einfach gigantisch groß macht. Wenn man irgendwie eine Anzahl Codes hat von Hunderten von Billionen, die Anzahl möglicher Varianten von Hunderten von Billionen von Codes, dann wird einfach die Wahrscheinlichkeit irgendwann, dass man zufälligerweise zweimal gleich Code tüpft. Per Zufallsgenerator. Die wird dann so klein, dass es irgendwann einfach nicht mehr wird passieren wird. Und das ist mal das Erste. Also das heisst, die Möglichkeit, eine grosse Anzahl verschiedener Codes zu machen, ist da. Und das heisst eigentlich auch, wenn man die Systeme kompatibel wird ausgestalten, also die gleiche Sorte Codes, also irgendwie gleich lang, oder ich weiß nicht, im Prinzip braucht es nicht einmal, das ist ja einfach im Prinzip eine Zahl, eine sehr, sehr grosse Zahl, sondern Codes, ist nichts anderes. Wenn man einfach sagt, wir haben verschiedene, vielleicht verschiedene Datenbanken, wo aber überall die gleiche Sorte Codes drin ist, dann könnten die Datenbanken auch im Prinzip die Codes untereinander austauschen, und dann weiss man, also die deutsche App wird dann bei der deutschen Datenbank schauen, die Schweizer App bei der Schweizer Datenbank, aber wenn ich in die Schweizer Datenbank etwas auflade, so einen Code oder so eine Liste mit meinen eigenen Codes, die ich halt ausgestoßen habe als Infizierter, wenn man so will, dann wird das vielleicht in die deutsche Datenbank aufgeladen und so könnte ich mir vorstellen, dass man, eine Internationalität könnte schaffen. Wichtig ist halt dort, ist ganz klar, also wenn es nicht anonym geht, wenn es irgendwie ein Risiko geht, gibt, dass das nachher könnte ausgewertet werden könnte, dann machen wir es nicht. Ja. Merci vielmals, Simon. Gibt es noch jemand anderen, der etwas zum Internationalen zu sagen hat?
Also dort ist sicher noch wichtig, dass jetzt die Schweizer Lösung, also ich glaube, da können wir echt drauf stolz sein, wir sind mit der Schweizer Lösung weltweit führend. Und Länder wie Deutschland zum Beispiel haben zuerst auf eine zentrale Lösung gesetzt und haben sich nachher umstimmen lassen. Und ich glaube, wenn es eine Kompatibilität von Systemen gibt, wo die Schweiz hat mit mehreren Nachbarländern, dann wird das sicher helfen in einem zweiten Schritt, dass die Systeme zusammenarbeiten und man die App auch grenzüberschreitend kann brauchen. Aber es ist ganz normal, dass im Moment irgendwie der Fokus halt noch darauf liegt, die überhaupt mal in der Schweiz auszurollen. Ich glaube, wir sind weltweit absolut führend gewesen. Jetzt hat es ein bisschen Verzögerungen gegeben und so. Und wir sind immer noch wahrscheinlich im vorderen Drittel und ziemlich gut, aber vielleicht nicht ganz, ganz zuvorderst vorne. Pitt, du hast dich gemeldet. Das muss man vorstellen, ja. Es ist ja schon darüber geredet worden, dass man auch noch mehr machen könnte mit diesen Daten. Und Simon hat ja schon gesagt, ja, also dann müssen wir dann nachher auch der Jörg müssen dann halt ein anderes App machen und so. Ich würde einfach darauf hinweisen, wie wichtig das wäre. Die Daten, die sind so wertvoll, wenn man die analysiert, könnte man auch Wissen generieren für zukünftige Maßnahmen, zum Beispiel in einer zweiten Welle. Das ist in Österreich, haben so Sachen gemacht mit Contact Tracing, allerdings nicht mit der App, sondern mit dem telefonischen, wo jetzt in der Schweiz auch läuft. Aktuell läuft das ja telefonisch. Die Holländer haben es gemacht und die haben dann nicht Angst vor dem Volk, sondern sie legen es auf den Tisch und sie zeigen die Analyse und sie sagen den Nutzen davon. Und ich finde einfach, das müssen wir in der Schweiz machen. Oder wenn es so ist, dass man zum Beispiel weiss, dass das Bundesamt für Gesundheit Postleitzahlen hat und dann können regionale Verteilungen zeigen, aber das nicht rausrückt, dann entsteht viel mehr Paranoia, als wenn man die Daten auf den Tisch legt und dann sagt, für was man es dann wirklich brauchen kann. Vielleicht kann ich kurz eine Antwort geben. Oder die Leute, die infiziert sind, es ist ja noch in der Frageliste drin, ist das eigentlich schon gleich auch vorher. Ich komme mir dann beim App den Alarm über, dann rufe ich die Hotline an. Oder ich kann auf anderen Wegen erfahren, dass ich krank bin. Vielleicht habe ich einfach irgendwann plötzlich Symptome. Und dann gehe ich zum Doktor und dann schickt mir ein Bund einerseits die Liste von denen, mit diesen Codes, mit diesen Anonymen. Das ist das Proximity Tracing. Auf der anderen Seite haben wir ja schon, also zum Beispiel die Information, wo ich bin. Ich rufe dann der Hotline an und in dem Moment, wo ich sage, okay gut, ich will in Quarantäne gehen, ich will aber Geld vom Staat, von der Sozialversicherungsanstalt, muss ich sagen, wer ich bin. Ich meine, ich komme dann das Zeugnis geschickt rüber, oder? Also irgendwo muss die Anonymität, wird dort das Handy haben. Wichtig ist natürlich, dass man dann nie darauf zurückschliessen kann, auf meine frühere Zeit, dass meine Codes bleiben immer anonym. Ich habe irgendwann den Kontakt mit der Hotline und in dem Moment ist es ja schon möglich, gewisse Daten aufzunehmen. Also man wird dann sehen, was für eine Postleitzahl hat man. Man kann ja nochmal persönlich befragen, wo bist du überall gewesen in letzter Zeit. Auf dem Weg kann man ja die Daten sammeln. Oder die Frage ist einfach, brauchen wir noch zusätzliche Informationen, irgendwelche GPS-Informationen etc. Und ich habe Mühe damit, diese Funktionalität zu integrieren in das normale Proximity Tracing. Weil wir haben so ein Risiko, dass die Leute irgendwann nicht mehr glauben, dass es sauber läuft und dem System nicht vertrauen. Und das wäre ein Desaster, weil wir müssen, und das ist das Hauptproblem, das wir haben mit dem App, wir müssen eine riesige Zahl von Leuten motivieren, das Ding zu installieren bei sich auf dem Handy. Und ich glaube nicht einmal Apps wie WhatsApp sind heute so weit verbreitet, dass sie irgendwie 60% der Leute installiert haben. Also man muss sich das klar sein, das ist wirklich ein Challenge. Das funktioniert nur dann, wenn man wirklich das Vertrauen kann schaffen. Und das Risiko, dass dann sofort irgendwie uns ein paar Prozent kostet, ist recht groß. Danke vielmals, Simon. Corinna, hast du auch noch etwas wollen dazu? Ja, einfach nur eben noch kurz zum Pitt, oder? Also uns erreichen ja nicht nur die Stimmen jetzt, die sagen, mal super sofort, sondern auch ganz, ganz viele andere, die wirklich auch Angst haben und wirklich sich von dem jetzt Schiss haben, dass jetzt alles den Bach abgeht. Und das sind nicht nur eins oder zwei Menschen, sondern es sind ganz viele. Und dann gibt es auch noch, wie jetzt gerade Simon gesagt hat, auch eine ganz breite Masse, die sich gar nicht gross mit dem befasst. Und wir müssen an die
Leute denken, ganz verschiedene Leute, die man da mitnehmen muss. Es bringt eben nichts, wenn es nur 100'000 machen oder 200'000, eine halbe Million bringt nichts. Es muss eine riesige Menge sein. Und darum, wie es halt so ist, oder, müssen wir auch einen gemeinsamen Nenner finden, als Gesellschaft, wo wir uns darauf einigen können. Und das ist nicht der grösste gemeinsame Nenner, sondern das ist halt eher jetzt ein gemeinsamer Nenner, wo wir das Beste aus allem machen. Aber einfach, dass wir das nicht vergessen. Also es gibt noch bei vielen Sachen, wäre es gut, wenn wir es doch anders würde machen, oder? Also nur mal das mit dem Skihelm vorher. Wieso fahren noch viele Leute ohne Helm Velo, obwohl man doch weiss, dass es schwere Kopfverletzungen gibt? Oder der Mensch ist nicht ein Vernunftwesen, das total rational handeln tut. Vielleicht auch noch eine Frage, die eingereicht wurde, ist gerade in diesem Zusammenhang. Jemand hat gefragt, eben, ist, ob die Tracing-App erst der Anfang ist oder ob wir in Zukunft eher am Start automatisch die Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Körpertemperatur übermitteln. Und das ist natürlich nicht so, dass das Tracing-App für weiteres gedacht ist, sondern das ist auch ganz klar vom Datenschützer und Bedingung jetzt auch für die Zusage für den sehr positiven und wohlwollenden Aufnehmen jetzt von dem Versuch, dass es eben begrenzt ist auf die Pandemie und dass es nicht nachher einfach selbstverständlich ist, eine App auf dem Handy zu haben oder wie ich einmal Mails bekomme, einen Chip unter die Haut, das sind befürchtet gewisse Leute und da können wir jetzt schon lachen, aber das ist wirklich eine Angst, wo die Leute drin ist und ja, wo man auch muss sagen, man muss Leute auch ernst nehmen. Danke, Corinna. Jetzt Fred, du hast schon lange gewartet und hast noch keine Frage gestellt bis jetzt. Ja, danke. Ich möchte nochmal auf die Unterstützungsfunktion zurückkommen, die die App hat, zum klassischen Contact Tracing. Und zwar, eigentlich ist die Zielsetzung von beiden die gleiche, dass man irgendwie möglichst früh und schnell Infektionsketten wieder unterbrechen kann, damit die zwei Fälle nicht kommen. Jetzt beim klassischen Contact Tracing habe ich verstanden, dass Behörden, wenn sie mich also anrufen, im Prinzip können Druck aufsetzen oder mich sogar zwingen, in Quarantäne zu gehen, wenn identifiziert wird in diesen Gesprächen, dass ich ein Risikoträger bin. Ist das richtig so? Und wenn es stimmt, dann frage ich mich, ja, dann passt das irgendwie noch nicht mit der totalen Freiwilligkeit von der App zusammen. Weil sie eben eigentlich die gleiche Zielsetzung erfüllen. Also für mich ist irgendwie der Prozess, was passiert nachher und speziell eben auch im Hinblick darauf, dass ich eigentlich mir eher Schwierigkeiten mache, kann ich mich darüber schaffen oder was auch immer, und ich mache das Verhalten nur zugunsten von der Allgemeinheit ist. Also das muss irgendwie schon noch gut verkauft werden. Und eben wenn es auf der einen Seite klassisch mit Zwang, mit Verfügung von Amtes wegen und da freiwillig, passt für mich noch nicht zusammen. Vielleicht kann ich etwas erzählen aus unserer Gruppe, aus der Diskussion, die wir gehabt haben. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Knackpunkt. Oder? In dem Moment, wenn ich das App installiere, irgendwie muss damit rechnen, dass am Schluss eines Tages die Polizei mir von heute steht und mir sagt, du bleibst jetzt daheim, und dann gibt es ein Siegel, und wenn das Siegel kaputt ist, kriegst du irgendwie 1000 Stutz Buss. Irgendwie so etwas. Ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft mit der Quarantäne, mit den Verbindlichen. In dem Moment haben die Leute Schiss, dann werden sie es nicht brauchen. Oder? Wegen dem sagen wir von Anfang an glasklar, der Entscheid, irgendetwas zu machen, nachdem man den Alarm bekommen hat, muss immer freiwillig sein. Bis zu dem Punkt vielleicht, wo ich dann sage, ja, lieber Staat, ich möchte Geld. Ich möchte jetzt in Quarantäne gehen und Erwerbsersatz bekommen. Ich meine, es kann nicht sein, dass ich Erwerbsersatz bekomme und nachher trotzdem kann arbeiten als Mafia. Oder? Also, das sind die Missbrauchsrisiken, die man vielleicht hat, wo man irgendwo eine Grenze braucht. Also, dort wird man ein Formular müssen ausfüllen und sagen, doch, ich will das jetzt. Ich will den Erwerbsersatz jetzt haben und dann muss ich mich verpflichten auf dem Formular, dass ich dann wirklich auch in Quarantäne bleibe. Oder? Aber die Entscheidung, ob ich den Erwerbsersatz beantrage, ob ich in Quarantäne will, die muss freiwillig sein, geschützt aufs App. Weil wenn irgendein Zwang folgt auf das, dann haben wir sofort das Problem. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine Schwierigkeit noch von der Zuständigkeit her. Oder? Bis jetzt, unsere Idee der Gruppe Salate war immer, es gibt eine zentrale Hotline, wo ich dann anrufe, die Nummer zeigt es mir auf dem App an.
ich rufe an. Und idealerweise kann der, der dort sitzt, gerade, das ist vielleicht ein Arzt unter Idealbedingungen, oder zuerst eine erste Person, die abnimmt, die zuerst mal erklärt, ob man vielleicht irgendwelche Fehlalarm hat, etc. Und dann werde ich zu einem Arzt weiter verbunden. Und der Arzt macht dann nochmal ein Interview mit mir, schaut, ob es wirklich ein gewisses Risiko gibt. Und dann tut er gerade das Quarantänezeugnis auslösen. Und das wäre die zentrale Hotline. Das ist unsere Idealvorstellung eigentlich. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn man jetzt bei dem Eingesetz schaut, Artikel 30 folgende lohnt sich sowieso mal ein bisschen anzuschauen. Es ist erstens recht gut verständlich und zweitens ist es spannend, wie sich der Gesetzgeber überlegt hat vor 10 Jahren, wie man dann mit so einer Situation umgeht. Und ich finde, das Gesetz ist wirklich grundsätzlich recht gut gemacht. Wenn man dort hineinschaut, sieht man, dass es eine sehr klare Kompetenzentrennung hat zwischen der Aufgabe der Kantone und der Aufgabe des Bundes. Und der Bund, was drin steht, heisst, dass er kann die Kantone und Kantone unterstützen beim Ausfindigmachen von infizierten Leuten oder Leuten, die Risiken haben. Das steht irgendwo an die kleinen Risiken. Und alles, was darüber ausgeht, also Leute in Quarantäne schicken, Leute medizinisch untersuchen, testen, Leute impfen etc., wo dann möglicherweise auch verpflichtend wäre. Das läuft sowieso alles über Kantone. Und das Problem, das wir im Moment haben, dass ich weiß nicht, wie weit das man jetzt im BAG schon sich überlegt, ist der Handover. Oder irgendwann läutet der einen auf die Hotline und irgendwann gibt man den weiter im Kanton. Und wichtig ist dort, dass aus meiner Sicht, dass die Freiwilligkeit irgendwie erhalten bleibt. Weil es kann nicht sein, dass ich nachher weitergereicht werde und irgendwann kommt es und heisst, du musst jetzt daheim bleiben. Oder? Und dort irgendwie Kantone dazu bringen, dass man das sorgfältig handelt. Sonst steht es irgendwann in der Zeitung, der hat das App gebraucht und muss jetzt daheim bleiben und dann finden alle in Panik, sie müssen das App löschen. Das darf nicht passieren. Oder? Und die Frage ist generell, vielleicht zum nochmal ein bisschen ausholen, was machen wir jetzt? Oder? Corinna hat es vorher gesagt. Das Problem ist, dass glaube ich, das BAG im Augenblick die Vorstellung hat, dass auf dem App der Alarm kommt und dann steht einfach, verhalten Sie sich vorsichtig. Punkt. Oder? Und das ist nicht die Idee gewesen. Die Idee von dem App ist Anruf Hotline und die Hotline hat alle möglichen Mittel oder alle nötigen Mittel, um jemandem eine Quarantäne zu ermöglichen. Wenn er freiwillig findet, okay, ich will jetzt meine Umwelt nicht gefährden, ich bleibe daheim, dann kann ich das machen, so mit so wenig Einschnitt wie möglich. Ich werde möglichst vollständig entschädigt für das. Bis jetzt haben wir ja den Erwerbsersatz. Zwar effektiv, wenn ich von einem Arzt in Quarantäne geschickt worden bin, komme ich Erwerbsersatz über, aber nur bis 80%, nur bis irgendwie mit gewissen Maximallimiten. Und das ist ein Problem für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Die finden, ja, nein, mache ich doch nicht. Ich rufe jetzt nicht an, am Schluss muss ich nicht daheim bleiben. Es lange nicht, die Leute sagen, es sei vorsichtig, sondern man muss eine Möglichkeit haben, den Leuten sehr dringende Quarantäne zu empfehlen. Keine Verpflichtung, wie gesagt. Sehr dringende Quarantäne und sagen, ey, schau, wenn du das auf dich nimmst, dann kriegst du Stutz von uns, dass du sicher keinen finanziellen Schaden hast. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und da sind wir immer noch am Versuchen, den Bundesrat zu motivieren, dass er das am Schluss ins Gesetz hineinbringt. Und wenn es im Gesetz nicht drin ist, im Gesetzentwurf, dann hoffe ich, dass das Parlament es wird schaffen, das nachträglich noch hineinzubauen. Weil das sind sehr wichtige Funktionen, dass das App überhaupt funktioniert. Der Bundesrat ist im Moment immer noch ein bisschen zurückhaltend. Wir können es nicht so ganz verstehen, da, aber wir lobbyieren weiter. Ein Vorschlag, den es gegeben hat im Chat von Flavio, ist, man sollte doch vollen Lohn, Essen, Lieferungen und Netflix-Abo on top den Leuten, die sich zurückziehen. Das ist natürlich auch ein sehr guter Vorschlag. Danke vielmals, Flavio. Wir haben ganz viele Fragen. Wir haben unterdessen auch auf YouTube noch weitere Fragen, die eingehen. Ich bitte euch um Verständnis, dass wir der Reihe angehen. Jetzt der Kai hat schon lange gewartet. Kai, du bist dran mit deiner Frage. Nur kurze Rückmeldung. Ich finde es auch eine richtige Idee, eine zweite App, wenn man zusätzliche Daten erfassen will. Ich wäre einer, wo die App mir laden wird. Aber wenn so eine Zusatzfunktion in der gleichen App ist, würde mich das auch misstrauisch machen. Also Empfehlung von mir, auch eine zweite App. Und das andere geht auch ein bisschen in die Richtung, wenn man die App freiwillig haben möchte, gab es Überlegungen, ein Goodie mitzugeben, dass die Leute, die die App benutzen, falls dann der Fall eintritt, dass die zum Beispiel nicht nur 80% kriegen, sondern 100%, dass man einfach noch was zusätzlich dazu gibt als Motivation. Gab es da Überlegungen? Ich denke, das wäre auch motivierend. Wer möchte übernehmen? Corinna oder Simon? Ja, vielleicht, vielen Dank, Kai. Vielleicht dort eben, was im Moment ja noch nicht mal klar ist, wenn man einen Alert kommt, ist im Moment der Vorschlag, dass man auch sich nicht testen kann.
Und das ist ja, wir müssen nur schon dort anfangen, oder? Also wenn ich so einen Alert bekomme, dann würde ich mich eigentlich gerne auch testen. Bin ich jetzt infiziert oder bin ich nicht? Und im Moment sagt das BAG, ja, wenn ich einen Alert bekomme, dann sollst du doch einfach daheim bleiben, so. Und passiert sonst nichts, oder? Und das müssen wir primär auch mal anschauen, dass man sicher das kann machen. Und dass wir jetzt dann eben schauen müssen, dass wenn du dann wirklich daheim bleibst und die Quarantäne machst, dass du dann nicht doppelt bestraft bist. Das kann der Jörg Mäder dann auch noch etwas mehr dazu sagen, ist ja auch da, weil er wird sich sicher noch mit dieser Frage befassen, aber da bin ich auch der Ansicht, da müssen wir schauen, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht Netflix, vielleicht wird es ein bisschen schwierig mit Netflix, Flavio, aber... Ich kann mal etwas sagen. Wir haben verdankenswert oder erfreulicherweise bei uns in der Gruppe unter Herrn Salatheum haben wir Esther de Boer. Sie ist Verhaltenswissenschaftlerin und sie schaut die ganze Geschichte, wie kann man die Leute motivieren, so eine App zu brauchen, aus dieser Perspektive an. Und es gibt ein paar spannende Experimente, die man gemacht hat oder Erfahrungen, die man gemacht hat, in völlig anderen Zusammenhängen. Ich glaube, das ist in Israel gewesen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken gelesen. Das sind genau die Sachen, die dort drin vorkommen. Eines der Themen dort ist, wenn man den Leuten Geld gibt, zum lieb sein, dann nehmen sie plötzlich das irgendwie for granted. Dann finden sie das ja selbstverständlich. Also ist gut, dann kann ich aufs Geld verzichten und dann böse sein. Also man hat es in Israel ganz konkret in dem Fall gesehen, ich glaube, es war in Israel gewesen, da hat man Kindergärten gehabt oder Kinderharz gehabt und dann hat man den Leuten die Leute gesagt, hey, look, wenn dein Kind Sport holst, dann bist du böse, oder? Wir wollen das nicht, weil Kindergärten haben ja noch heim. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir tun jetzt einen Bus einführen. Wer zu spät kommt, der zahlt 50 Stutz oder 20 Stutz. Mit dem Ergebnis, dass sehr viele Leute sehr viel später gekommen sind. Weil sie gewusst haben, ich kann den Bus zahlen, dann ist es gut. Und das zeigt einfach, mit Geld erreichst du möglicherweise wenig. Weil was wir da wollen, ist, wir wollen, ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, pathetisch gesagt, wir wollen Helden schaffen. Die Leute, die das App haben, und die Leute, vor allem, die dann wegen dem App heimgehen und in Quarantäne bleiben, das sind unsere Helden in unserer Gesellschaft. Oder? Das sind die, die wirklich für die Allgemeinheit etwas machen. Und wenn man denen Geld gibt, dann fühlen sich die vielleicht ein bisschen beleidigt. Oder? Und das könnte die bremsende Wirkung haben. Also ich glaube, man muss über solche Sachen sehr, sehr genau nachdenken. Und ich bin sehr froh, wenn wir Tester dabei, weil die weiss, wie die Leute ticken. Und das Thema ist in dem Zusammenhang auch Nudging. Oder wie kriegen wir die Leute dazu, das jetzt zu brauchen? Das ist halt ganz wichtig, denn, dass die Formulierung, dass man die Leute auffordert, jetzt die Hotline anzuleiten, dass das sauber gemacht ist, dass man eben niemand das Vertrauen kann wahren von den Leuten. Das ist so ein bisschen der Challenge hinter dem ganzen Ding. Das ist recht komplex. Merci vielmals. Jetzt haben wir den Franz, der schon lange wartet. Ja, salut zusammen. Das Ganze muss natürlich freiwillig sein. Und es gibt noch einen zweiten Helmeffekt, oder? Wir haben kein Helmgesetz in der Schweiz. Aber wenn du heute ohne Helm Velo fährst, dann wirst du ziemlich schräg angeschaut. Also es ist eine moralische Verpflichtung, den Helm anzulegen. Und das gibt es bei dem App auch. Aber jetzt möchte ich noch eine Frage an Simon stellen. Und du musst ihn vielleicht noch ein bisschen schmunzeln. Weil wir wollen doch verhindern, oder, dass bei dem App nicht das gleiche Desaster passiert wie mit dem E-Voting. Die Sachlage ist ein bisschen anders, aber es braucht nur, dass gewisse Hackerorganisationen, Computerspezialisten, Politiker, zum Teil von einer Partei, die auch Grün im Namen hat, sich dann zumal dagegen stellt und dann stehen wir wieder an der Wand. Wie wollen wir das verhindern? Ja, es ist schon eben, das Vertrauen der Leute bewahren, ist eine von der wichtigen Aufgaben, die wir haben. Wenn wir jetzt das, die Allgemeinheit habe ich weniger Angst, weil die Allgemeinheit will ja auch E-Voting. Oder? Von dem her. E-Voting muss ich vielleicht en passant sagen, dass ich einfach kritisch. Ja, ich weiß schon, darum habe ich gesagt, man schmunzelt. weil einfach. Und der Jörg Mäder, der da auch im Unterrang sitzt, auf meinem Bildschirm, ist genauso sehr kritisch, das weiß ich.
Was ich verstehe in dem Zusammenhang ist, dass E-Voting eine sehr komplexe Angelegenheit ist, weil dort muss ich irgendwie einen Beweis führen, dass jemand tatsächlich eine Stimme abgegeben hat. Gleichzeitig muss das System anonym sein. Und das führt einfach dazu, dass das Risiko immer besteht, dass am Schluss irgendeiner noch einen Weg findet, um das Ganze doch noch zu knacken. Das System, das wir bei der App haben, ist super schlicht. Das Einzige, was wir machen, ist Codes austauschen. Zwei verschiedene Codes. Wir können sie mit einem Zufallsgenerator generieren. Das ist eine Wissenschaft für sich, mit einem Computer eine Zufallszahl generieren. Aber die ist soweit gelöst heute. Das kann man machen. Wir müssen eine Software schreiben, die nur zwei Codes austauscht. Es darf nicht mehr austauscht werden. Wir müssen eine Software schreiben, die keine Lücken hat. Also das ist immer das, oder? Wenn man so von Verschlüsselung hat, etc. Die ganzen Mechanismen, die sind häufig recht einfach, aber die Implementierung, dort steckt der Teufel im Detail, oder? Das heisst, wir müssen eine Software haben, die ist Open Source, da kann jeder reinschauen, kann jeder überprüfen, ob das System das macht, wo behauptet wird, dass es macht und dass es nicht, vor allem nicht mehr macht, oder? Und wir haben die Open Source, wir haben die Idee gehabt, dass die Zivilgesellschaft, also die digitale Gesellschaft, eine Gruppe bildet, die sich das ganz genau anschaut. Es hat extrem kritische Leute in der digitalen Gesellschaft, kann ich euch sagen. Oder die einfach sagen, hey, look, dem kannst du nicht trauen und so. Wir wollen genau die Leute in dieser Gruppe drin, die sollen sich das anschauen, oder? Und so kann man bis zu einem gewissen Grad, hoffe ich, das Vertrauen erreichen. Und es ist schon, wir haben ein gewisses Risiko, oder? Wir haben jetzt eine Verzögerung gefahren. Von einigen Wochen abbrechen. Wir haben im Moment die 70% der Bevölkerung, die findet, doch, wir wollen das App, oder? Wir haben aber gleichzeitig in anderen Umfragen 70% der Bevölkerung, die findet, ja, das ist ein bisschen heikel, ich habe Angst vor wegen dem Datenschutz. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass wir dass die 70%, dass wir das können über Zeit retten, bis das App dann wirklich den Rollout hat. Und die Frage ist so ein bisschen, wie man mit dem umgeht, oder? Also wegen dem sagen wir, brauchen wir breite Tests, wir brauchen Personen, die an dem Test teilnehmen, wo die Medien darüber berichtet wird. Wir müssen so Informationen haben und gleichzeitig eben Open Source, Zivilgesellschaft, die kann reinschauen und kann bestätigen, dass das funktioniert, oder? Das sind so ein bisschen Mechanismen, wo man sich überlegt. Corinna, du hast auch noch wieder. Ja, für mich gibt es so drei Elemente, die wir vorher eigentlich schon noch gestreift haben, aber wo sehr, sehr wichtig sind, um eben das, wie du gesagt hast, oder das Vertrauen muss da sein und es muss eben von allen da sein. Und beim E-Voting muss man auch sagen, oder, wir haben ja noch nicht eingeführt und es ist auch noch in der Testphase sozusagen und eingeführt haben wir es ja auch nicht wirklich und man kann es auch nicht vergleichen. Simon hat es gesagt, oder das E-Voting, da musst du an einen zentralen Ort am Schluss deine Stimmabgabe geben. Es nützt nichts, wenn du es deinen Kollegen nur sagst, wie du stimmen würdest. Sondern du musst an einem zentralen Ort musst du das sagen, wie das du stimmst, wie ganz viele andere auch. Aber die App macht eben genau das. Es sagt nur deinen Kollegen eigentlich, wo du bist. Oder? Nur den Kollegen rundherum und nicht an einem zentralen Ort. Und darum ist es auch nicht vergleichbar mit E-Voting. Aber das Prinzip Dezentralität würde ich eben darum gnadenlos von A bis Z beibehalten und eben nicht noch anreichern mit, wenn man noch möchte, könnte man dann da auch noch Zusatzinformationen geben, sondern wirklich einfach ganz schlicht behalten und dezentral, dass es wirklich nicht angreifbar ist. Dann das Zweite, eben die Freiwilligkeit ist einfach sehr, sehr wichtig. Darum bin ich auch dagegen, dass man dann in einem Restaurant sich quasi Freiheiten gewöhnt, wenn man es runterladet. Was passiert dann bei den Leuten? Oder man lässt sich dann vielleicht einfach eine Fake-App runter oder schaltet das Bluetooth aus oder stellt einfach das Telefon ab, weil man selber nicht daran glaubt, dass es etwas nützt oder einfach keine Lust hat oder sich dieser Regeln tut widersetzen. Und das haben wir jetzt gleich auch ein bisschen gehabt bei uns jetzt im März, oder? Also wir haben nicht einen totalen Shutdown gehabt, wo es verboten war, um auf die Straße zu gehen. Es ist etwas anderes gewesen. Ich möge euch noch erinnern, es muss einen Ruck durch das Land gehen. Und das ist gegangen, weil wir das alle selber freiwillig gemacht haben. Und wir alle da haben verzichtet gehabt auf Treffen mit unseren Freunde, mit unserer Familie, auf den Sportverein, auf alles Mögliche. Und das haben wir schlussendlich freiwillig gemacht, weil es wäre nicht so gewesen, dass ausgerechnet in unsere Wohnung dann einer gegen Leute gekommen wäre und uns dabei verwünscht hätte, sondern wir haben es wirklich freiwillig gemacht. Und so muss es eben jetzt auch sein. Und ich glaube wirklich daran, dass wir
auf das setzen müssen. Und die Studie, die du jetzt zitiert hast vorher, Simon, die muss ich mir nachher gerade raussuchen. Das klingt sehr interessant. Und dann das Dritte, es braucht, finde ich ganz wichtig, einen sauberen Prozess, der durchgedacht ist, wo eben klar ist, was passiert, wenn man so etwas kommt. Und der saubere Prozess beinhaltet eben auch die gesellschaftliche Debatte, wo wirklich versteht schon, wo gewisse zur Verzweiflung bringt. Aber wir müssen schlussendlich jetzt bei diesem Projekt Hinz und Kunz mit dabei haben, sonst bringt es nämlich nicht. Und darum habe ich das schwarze Peter zuschieben vom Parlament und jetzt wieder BAG und so. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil wir müssen alle jetzt da zusammen einen Strick schaffen. Und es ist jetzt wirklich für ganz viele ist es relativ neu. Es gibt keine fertig entwickelte Lösung schon seit Monaten, sondern es ist noch nicht alles da und das müssen wir jetzt alle zusammen machen. Schwarz-Peter spielt bringt mit. Danke, Corina. Jetzt, wer hat noch keine Frage gestellt? Andrea ist noch dran, nachher der Jörg. Ja, also meine Frage ist, also wir reden ja jetzt immer nur vom App und ich wäre auch dafür, dass es dann zwei Versionen vom App gibt und so. Und eben das Ziel ist ja, dass alle das App nutzen, möglichst 100% von der Schweizer Bevölkerung. Aber wir sind ja immer noch im Zeitalter, wo es gewisse gibt, wo noch nicht oder einfach, weil sie zahlt sind, quasi kein Handy hat. Gibt es dann, also die eine Frage ist, gibt es eine Alternative dann noch zum App? Und wie viel Prozent etwa geschätzt von der Bevölkerung hat die Möglichkeit nicht, eine App zu haben? Also, wie sie quasi nicht mehr modern sind. So. Also, sie haben kein Handy. Vielleicht haben sie einfach, möchten sie kein Handy, weil ein Handy auch sehr viel Negatives mit sich bringt. Aber ja, Simon, du hast vielleicht da etwas dazu. Ja, also wir wissen, also ich mindestens weiß nicht genau, wie viele Leute das kein Smartphone haben. Ich weiß nicht, vielleicht sind es 70%, die eins haben, 80% irgendwie der Grössenordnung. Wenn wir dann sagen, dass 60% der Bevölkerung das App haben, dann müssen wir, dann brauchen wir einen extrem hohen Anteil von denen, die Smartphones haben. Wir haben noch andere Probleme. Ich meine, es gibt Smartphones, die sind alt, die haben alte Betriebssysteme drauf, die können mit dem App nicht arbeiten. Die es technisch ein bisschen verfolgt haben. Google und Apple sind im Moment in Kooperation mit den Schweizer Fachleuten, um im Betriebssystem vom Google-Betriebssystem und auch vom Apple, vom iOS Funktionen einzubauen, damit man die Bluetooth-Technik überhaupt kann einsetzen für die Distanzmessung. Bis jetzt kann man das nicht. Der Code-Austausch, das ist unterbunden, eben aus Datenschutzgründen. Also geht gar nichts über Bluetooth. Abgesehen von vielleicht ein paar, ich weiß nicht, einzelne technischen Lücken, die teilweise kritisiert werden. Und das heisst auch, jeder, der eine App will brauchen, muss das Handy updaten. Sonst funktioniert es nicht. Und mit dem haben wir, dort haben wir möglichst schon eine Schwelle drin, wo zu Schwierigkeiten sorgt. Gerade im Bereich Android, wo es sehr viele Handys gibt, die nicht mehr richtig updatet werden, die sind eigentlich alle aus der Wahl, die kann man alle nicht brauchen. Also dort haben wir schon noch ein Problem, das wir lösen. Der Simon Gehren hat da noch Zusatzinformationen dazu. Ja, genau. Es gibt eine Deloitte-Studie, ich habe das auch schon angeschaut, ich bin schon lange in dieser Thematik drin, seit zwei Monaten. Es gibt eine Deloitte-Studie von 2018 für die Schweiz. Dort haben von den 18- bis 24-Jährigen 97% ein Handy, ein Smartphone gehabt. Von den 35- bis 44-Jährigen 93% und von den über 65-Jährigen, das hat mich auch sehr erstaunt, 89%. Okay. Aber das Problem ist auch das mit dem Update, das ist App ist iOS, ich glaube 13.5 Beta, die jetzt draußen ist, wo Leute machen und auch bei Google. Wenn ich noch ganz kurz etwas erwähne, ich glaube, das Wichtigste, was passieren muss, ob jetzt mit App oder mit klassischem Tracing, ist wirklich das Verständnis, dass wir kommen jetzt in eine neue Phase, ich nenne die Corona Zero, wo wir anstreben, null Fälle zu haben. Möglichst null Fälle, weil erst dann sind wir wirklich frei. Und dass wir wissen, dass ich die Verantwortung habe, jemanden nicht anzustecken. Oder dass wir alle zusammen eine Gesellschaft sind. Und wenn den Leuten das klar wird, und das heisst, wenn jemand sich nicht daran hält, an die Sachen, dass er dann für ganz viele andere Leute schwer machen kann. Und noch eine Bemerkung wegen dem, also Quarantäne heute wird ja angeordnet, Artikel 34 vom Epidemiegesetz. Aber in der Erfahrung jetzt vom Kanton Zürich,
ich habe dort in dieser Pressekonferenz geschaut und auch Kanton Zug, müssen sie sehr wenig Verfügungen aussprechen. Das heisst, es braucht unbedingt bei der App auch eine Hotline, wo das erklärt wird. Weil wenn man den Leuten das, wir brauchen dann manchmal eine Stunde, haben die Kantonsärztinnen gesagt, wo sie den Leuten das lange erklären, warum das wichtig ist. Und es braucht dann ganz wichtig aus meiner Sicht auch den 100%-igen Ersatz vom Lohn. Es kann nicht sein, der 80%-igen Ersatz, wenn man doch für die Gesellschaft etwas tut. Danke. Merci, Simon. Jetzt, wir haben noch 4 Minuten und ich würde sagen, Jörg, wir möchten unbedingt noch deinen Einblick haben als Nationalrat. Ja, viel, also das Allermeiste ist gesagt. Also herzlichen Dank Simon und Corina, ihr seid wirklich top informiert. Wir werden nächsten Dienstag, also morgen in einer Woche, da sie die Gesundheitskommission haben. Es ist jetzt uns zugeteilt worden. Es ist ja eine Frage, ist es bei der Staatspolitischen oder eher bei der Gesundheitskommission? Jetzt wird es bei uns sein. Ständerat ist, glaube ich, schon ein bisschen vorher dort. Ich bin ja extrem gespannt, wenn dann der Entwurf kommt, wo es nicht nur um Fragen geht, hey, wenn einer jetzt den Alarm überkommt, was hat er für Pflichten, wie viel ist freiwillig, was hat er aber auch vor allem für Rechte, also was wir vorher gehört haben. Es kann nicht sein, dass jemand, der dann sagt, hey, ja, ich gebe bekannt, dass ich gefördert war, plötzlich eine berufliche oder finanzielle Einbuße muss einfahren. Das ist mir sehr wichtig. Ansonsten teile ich extrem die Ansicht mit dem Simon. Ich finde es eine gute Umsetzung mit Datensparsamkeit etc. Auch die Rückidentifikation habe ich da keine Angst. Es werden sogenannte Hashes benutzt, die in der Kryptologie absoluter Standard und weit verbreitet sind. Die sind eindeutig in eine Richtung, aber du kannst keinerlei Rückschluss ziehen, woher ein Hash kommt. Also wenn du jetzt den Hash würdest vergleichen mit einem Hash von einem gesicherten E-Mail, du wüsstest nicht, welcher von diesen beiden zum E-Mail gehört und welcher von diesen beiden zu dieser App gehört. Also nicht mal so etwas ist rückschlüsselbar. Also von dem habe ich jetzt echt auch keine Angst. In der digitalen Gesellschaft ist es, wie gesagt, auch diskutiert worden. Und der beste Einwand dort dagegen war, ist so eine App ein Türöffner. Also jetzt in dieser Phase tut man den Leuten an die App gewöhnen, wenn es irgendwo mal eine schlimme zweite Welle gibt, dann ist halt die App mit Pflicht und GPS-Angaben. Und dann haben wir uns doch daran gewöhnt, dass wir damit glaubwürdige Verbrechen können aufklären können. Und dann sind wir schon bei chinesischen Verhältnissen. Also das ist bisher das grösste Gegenargument, das ich gehört habe. Aber jetzt, wenn du sagst, hey, wir brauchen etwas, dann ist das wirklich, glaube ich, der minimalistischste Ansatz, wo verlässliche oder zumindest hoffentlich verlässliche Daten wird bringen. Das grösste Problem ist, Bluetooth ist kein Messband und man müsste im Moment das Messband gebrauchen. Das ist meiner Meinung nach die grösste Schwierigkeit. Falls noch irgendwo Fragen sind, ich bin vorher mal angesprochen worden, aber dann müsstest du mir jetzt wieder sagen, um was es gegangen ist. Du weißt alles, Jörg, du bist darum Nationalrat geworden. Ja, der Flavio hat noch eine allerletzte Frage. Er ist, wie gesagt, der, der die Idee hat, die Townhalls zu machen. Darum finde ich, geben wir dir die eher von der letzten Frage. Und dann einen kurzen Kommentar noch von Simon und von der Corina. Und dann ist das schon wieder für heute. Flavio. Danke vielmals, merci. Und danke allen, dass ihr da teilnehmt und mitmacht. Das ist mega cool. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Mitmachen-Motto, das wir bei der GLP ja schon lange eigentlich versucht vorwärts zu treiben. Ich glaube, das ist eine coole. Coole Erweiterung jetzt von dem Ganzen. Ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr so Sachen herkommen. Genau, also meine Frage ist auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen um Verhältnismäßigkeit, verschiedene Massnahmen. Ich sehe, es sind ganz, ganz viele verschiedene Zielkonflikte, die da entstehen. Und was mich ein bisschen wundern nimmt, noch, ist ein bisschen zum Teil von meiner Sicht ein bisschen schwer zu nachvollziehen gewesen. Also ein bisschen eben, was gerade auch im Nationalrat oder auch im BLG läuft, oder wenn man gewisse Entscheidungen, die gewählt worden sind, jetzt auch die App nochmal das Gesetz, dass man es braucht, man ist gesagt, wird es verzögert worden oder nicht. Punkt ist, oder, es geht auch, also die Komponente, die ich noch nicht so viel gehört habe, ist so ein bisschen die Angst der Bevölkerung, oder, wo, also ich selber, ich würde mich jetzt so als medium ängstlich, vielleicht ein bisschen ängstlicher als der Durchschnitt bezeichnen, bezüglich auf das Virus. Und ich glaube schon, dass ich jetzt meine wirtschaftlichen Aktivitäten massiv abgeschraubt habe, wegen dem Virus, oder. Und wenn wir mehr, es geht, das eine ist ja, was passiert wirklich, wenn jemand angeschickt wird, wie kann man das tracen, das sind ganz viele wichtige Fragen. Aber das andere ist einfach so das Gefühl, wenn wir die Wirtschaft halbwegs wieder zum Laufen bringen, glaube ich, wäre es wirklich wichtig, dass die Leute sich sicher fühlen. Oder? Das Beste wäre, wir haben gar keinen neuen Fall. Und das Zweitbeste ist, glaube ich, man hat das Gefühl, man kann sich fast nicht anstecken. Oder wenn jemand angeschickt wird, dann wird das extrem schnell wieder contained. Ich glaube, wenn dort kann das App eine Rolle spielen,
habe es vorhin kurz im Chat gesagt, zum Beispiel im Restaurant. Ich gehe momentan nicht in den Innenbereich im Restaurant. Außenbereich finde ich okay. Ich glaube, draußen gibt es fast keine Ansteckungen. Das Risiko gering. Aber so im Innenbereich würde ich jetzt momentan heute nicht gehen. Und wenn ich aber wüsste, alle im Innenbereich haben auch eine App, oder? Dann würde ich es mir vielleicht überlegen, oder? Und da finde ich es einfach noch, würde ich euch gerne mal, vielleicht können wir noch mal kurz auf das einsteigen. Soll es denn jetzt einem Wirt nicht erlaubt sein, zu sagen, hey, look, ich habe da das ganze Restaurant oder vielleicht ich habe einen Teilbereich, da dürfen jetzt nur Leute mit der App rein? Weil ich glaube schon, dass das auch für die Wirtschaft dann wieder fundamental wäre, wenn man könnte sagen, okay, hey, ich weiss, die Leute da innen, die sind relativ safe. Sie sind zumindest mal nicht gewarnt worden, dass sie jetzt in Quarantäne sind. Das würde mir enorm für Sicherheit geben, würde mir auch wieder erlauben, mehr die Wirtschaft wieder anzukurbeln, nämlich wieder mehr Geld ausgeben. Danke vielmals, Flavio, für die lange Frage. Aber wenn sie mit viel Geld ausgeben verbunden ist, dann hat es sich gelohnt. Simon und Corinna noch ganz kurz und nachher machen wir fertig. Ich vielleicht zwei Sätze antworten auf das, was der Flavio gesagt hat. Wichtig ist, dass App nicht ein Instrument ist, um mehr selber Sicherheit zu geben. Weil es kann immer einer am Apptisch sitzen, wo das App nicht installiert hat und wo krank ist. Oder wichtig ist, dass App die Zahl von der Neuinfektionen senkt, weil wir mit der App können das Proximity Tracing machen, man könnte die Leute identifizieren oder warnen, wo sie könnten angesteckt haben. Und durch das kriegen wir insgesamt die Anzahl der Infektionen ab. Wir kriegen sie im Idealfall auf null. Oder? Und das Ziel ist indirekt so, Sicherheit oder für Sicherheit sorgen. Wenn ich weiss, wir haben seit 3 Wochen 0 Infektionen, oder auch jetzt schon, wenn du ehrlich bist, Flavio. Wir haben seit einer Woche so 30, 50 Infektionen in der ganzen Schweiz. Da haben wir eine Dunkelziffer von vielleicht, ich weiss nicht, 80%. Danach sind wir halt bei 100, 200 Infektionen in der ganzen Schweiz. Das ist auf 6 Millionen Leute sehr, sehr wenig. Also ich kann unterdessen sehr gemütlich mit großem Vergnügen wieder ins Restaurant und freue mich dort. Wichtig ist einfach, dass die Restaurants ihre Massnahmen im Griff haben. Im einen, wo ich jetzt bin, hat das sehr gut funktioniert. Im anderen habe ich eher meine Bedenken gehabt. Das ist etwas, was die Restaurants müssen lernen. Jetzt, wichtig vielleicht so als Abschlussstatement. Wir haben jetzt gehört, Datenschutz funktioniert alles, ist wunderbar, ist wirklich ein schönes Setup, wo man sich da viel überlegt hat dabei. Das mit der Freiwilligkeit, finde ich, ist sehr ein wichtiges Thema, wegen dem Vertrauen auch. Und da gibt es schon noch Bedenken, die wir an sind. Wir haben zum Beispiel das Problem, was ist jetzt plötzlich, wenn die SBB sagt, du darfst noch zugefahren, wenn du es App zeigst. Finde ich, ist vermutlich von der Verfassung her gar nicht so einfach oder wäre nicht möglich, dass man es so macht, ohne grosse Gesetzesänderung. Von dort her denke ich, müssen wir dort keine Angst haben, weil grundsätzlich der Staat darf einfach einen Test, wie sind der Staat, darf nicht diskriminieren, darf nicht Leute unterschiedlich behandeln, bloß weil sie ein Handy haben und andere nicht. Oder, ja. Das ist mal der erste Staat. Das zweite ist mit den privaten Arbeitsrecht gibt sehr enge Kriterien, wann darf ich Personendaten von meinen Mitarbeitern überhaupt bearbeiten. Und ich glaube, eine Bearbeitung von Personendaten in dem Sinn, dass am Morgen jeder Mitarbeiter reinkommt, muss das App zeigen, dass es auch grün ist und er keinen Alarm drauf hat. Das geht jetzt weit. Das wäre nicht zulässig unter dem heutigen Arbeitsrecht. Es sei denn, du bist vielleicht, ich weiß nicht, Krankenschwester in einem Spital oder irgendwie Pflegekraft, vielleicht in einem Altersheim oder so, was wirklich extrem wichtig ist. Und auch noch die letzten 10% Risikominderung, die du erreichen kannst, so, vielleicht musst du sagen, okay, das machen wir so. Dort geht es vielleicht. Aber im normalen Arbeitsleben bin ich der Meinung, ist das ausgeschlossen. Und dann, das nächste Thema ist ja noch, wie ist es jetzt mit wenn zum Beispiel ein Migros kommt. Gut, Migros ist riesig, ist marktbeherrschend, vielleicht könnten sie das machen. Dort habe ich auch das Gefühl, wir einen Shitstorm müssten sie leben. Oder? Also, wenn Migros kommt und sagt, man lässt noch die Leute rein mit dem Handy, dann knallt es in den Medien. Oder? Und sowieso auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt einen Coiffeur habe, ob der seine Kunden, ob der 40% von seinen Kunden will verscheuchen mit dem Argument, hey, lass, du kommst noch rein mit dem App, das will ich dann zuerst mal sehen. Aber eben, also ich glaube, ich habe es vorher gesagt, wir haben in Australien, gibt es offenbar eine Gesetzesvorlage oder schon ein Gesetz, das man gemacht hat im Zusammenhang mit dem App, dass man das gar nicht darf. Und wenn das Parlament der Meinung ist, sie würden das in einen Namen hinschreiben, dann habe ich kein Problem damit. Man muss es einfach sorgfältig designen, dass es nicht am Schluss irgendwelche Nebeneffekte macht. Danke, Simon. Corinna. Simon hat schon sehr viel gesagt. Eben vielleicht nur kurz das, zurück zu der Zweckmäßigkeit auch. Oder? Also, es gibt zwar etwas, wo dann wo irgendwo steht, aber dann, es ist auch noch die Macht des Faktischen. Oder? Und zum Beispiel in Südkorea, ich habe von dem Fall gehört, wo relativ, also ein junger Mann, der relativ viel
andere Leute angesteckt hat. Oder? Und da hat man auch probiert, das nachzuverfolgen. In diesem Restaurant hat er gemerkt, ja, die haben zwar schon alle angegeben, den Namen, aber es waren alles falsche Nummern gewesen, oder? Also dann bringt es eben dann nichts. Oder eben, ich habe vorher ein Beispiel gebracht mit einer Fake-App, oder wenn ich dann das Bluetooth abstelle oder dass die anderen rundherum machen, das weiss man dann schlussendlich ja auch nicht. Und darum eben die Frage, ist so etwas verhältnismäßig und ist es zweckmäßig? Und das Zweite würde ich klar verneinen. Und das Erste finde ich, jetzt, eben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nein. Das geht auch nicht. Es muss freiwillig sein. Und dann habe ich eben das Gefühl, dann machen es auch die meisten nichts. Sonst haben wir einfach viele, die das gar nicht richtig dann, benutzen. Ja, und vielleicht kommen wir gerade zur Schlussrunde, Nicola. Oder? Da verabschiedet sich immer mehr. Wir kommen gerade zum Schluss. Ja. Gut, dann danke vielmals euch beiden. Corinna und Simon für eure lebhafte Diskussion. Wir haben jetzt noch eine Folie für euch vorbereitet, dass ihr euch könnt notieren, wenn die nächsten Veranstaltungen, die nächsten Townhalls sind. Das war am 2. Juni zum Thema Digitales Parlament, zusammen mit dem GLP Lab, mit der Nationalrätin Katja Christ aus Basel und Kantonsrat Michael Zeugin von der GLP und Felix Hösch, der jetzt auch dabei war, heute Abend von der SP. Am 9. Juni, ja, ich glaube, es 9. Juni stimmt, Zürcher Stadtrat und Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri über Gesundheitspolitik und eben zum Thema Außenpolitik und Schengen, Grenzöffnungen und so weiter wird es dann auch bald eins geben mit der Tiana Moser und der Julie Gontalou, auch von der GLP. Gut. Um welche Zeit das jeweils ist, auch immer am 6. Stimmt das? Immer am 6. außer am 2. Juni am 7. Ja, das GLP-Lab hat irgendwie extra Vorstellen. Okay. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und bis sehr bald.